Herzlich willkommen zurück zu Tales of Xea. Ja, ich erinnere mich, wir müssen jetzt durch die Kumar-Fahrt laufen. Verlieren wir mal keine Zeit und gehen auch direkt hin. Und da haben wir auch schon unsere erste Videosequenz. Viel Spaß! We've no time for this. Clear the way. Ja. Hätte ich euch keinen viel Spaß wünschen müssen. Während des Kampfes ist eine Anleitung, in der die Steuerung erklärt wird, die Anleitung anzeigen. Ja, machen wir. Verstehe ich. Wir wenden R3, um dich in den Mitgliederwechselmodus zu begeben. Wähle zunächst mit Hilfe von Steuerungs die Figur aus, die du entfernen möchtest. Nehmen wir den Opa. Achso, und dann kann ich wieder aussuchen. Willst du mich jetzt mobben spielen? Cool, mit einem Kampf wechseln ist schon schön. Du kannst Gruppenmitglieder während des Kampfes wechseln und so schnell auf jede Situation reagieren. Schön. Trotzdem wollte ich jetzt hier gern den Opa mal dabei austesten. Was sind das denn für Viecher, die da unten aus der Erde kommen? Sie erinnern mich ein bisschen an Shiros Reise ins Zauberland. Ja, hoffentlich jetzt nicht so schlecht. Ich wollte noch die neuen Skills testen. Das war Windklinge. Ach, da bekommt Alvin sogar oben links seine eigene XP-Anzeige, dass ich weiß, wie weit er ist. Rowans Partnerfertigkeit an. Automatischer Schauerpuls. Wenn du Rowan als Partner willst und einen Gegner dich mit einem Geisterart angreift, aktiviere Rowan den Effekt Zauberschutz, um dich automatisch vor dem Art zu schützen. Solange der Zauberschutz aktiv ist, kannst du dich weiter frei bewegen. Rowan gibt eine tolle Verbindungsart ab, wenn du gegen Zaubergegner kämpfst, die häufig Geisterarts verwenden. Schön. Das heißt, ich werde mich jetzt vorerst erstmal mit Jude verbinden. So, Arrivederci möchte ich noch gern zeigen. Und die Windklinge nochmal austesten. Deswegen nehme ich jetzt hier erstmal noch den nächsten Kampf. So. So, was muss der passieren? Ach, das war Arrivederci. Interessant. Ach so, Schimmerwirbel ist einfach nur das. Oh, das ist auch noch eine schöne Heilung. Aua. Haut die mich zu Boden. Blöde Misty. Aua, und schon wieder. Ach, jetzt habe ich schon wieder dieses blöde hier Ding. Okay, also der Vorteil ist, dadurch kann ich ja jederzeit durch den Charakter tauschen. Jetzt muss ich bei denen wieder die Strategie ändern. Durch den Charaktertausch kann ich natürlich jederzeit wieder auf Dings zugreifen. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Alvin. Jetzt habe ich es, Entschuldigung. You're going to Femmont to save your captured friends, right? We heard from Jude. Friends? Oh, you mean the four. They're not your friends? Well, in a sense, they do help me accomplish the things I need to do. Then they're your friends, just like us. We'll help you too. Everybody get a hand in. To think I'd find myself on the receiving end of encouragement. So, laut Map gibt's hier noch den einen oder anderen Gegner. Und ich wollte dieses glitzernde Teil haben. Da muss ich halt nur mal einen Kampf riskieren. Aua. Weiß gar nicht, wie ich da mal so liege. Ach, jetzt wollte ich mit X überspringen. Das war natürlich auch. Jetzt over 9000. Oder auch nicht. Ah, ich möchte die ganze Zeit Arrivederci einsetzen. Aber es klappt nicht. Naja, mal gucken. Jetzt hätte ich es einsetzen können und hab's nicht geschafft. Onward.
super. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob Alvin auch XP bekommen hat. Wie dem auch sei, was haben wir hier? Silbererz. Ich habe ja immer noch heimlich auf eine Porange gehofft. Gut, dann nicht. Schon wieder ein Gegner. Und dann da ist ein Beutel. Den will ich aber haben. Dann da ist was gibt's denn? Das 6 Silbererz haben wir aus dem Beutel bekommen. Boah. Schon wieder so ein Ding da. Ach, jetzt habe ich selbst persönlich das zu schnell weggedrückt. Jetzt bin ich in den Gegner reingerannt, ich Idiot. Und... ja. Oh. Oh, Arrivederci gefällt mir irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Aua. Jetzt hat mich das wieder noch angegriffen. Ja. Wo kommt denn der Löwe? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach so, ist das meine Windklinge, ich Idiot. Ah, habe ich mich gerade gewundert. Ich glaube, Elvin bekommt gar keine XP, wenn der nicht mitkämpft. So, ich gucke mir jetzt erstmal die Karte an, wo ich hin möchte. Begib dich nach Berma, wenn mir hier schlucht. Gehe ich erstmal da oben links gucken und so. Weil nicht, dass ich jetzt hier unnötig viel verpasse. Das ist der Hauptweg, da muss ich eh nochmal lang. Dich möchte ich gerne ausweichen. Wunderbar. Da hinten haben wir noch ein Säckchen. Feine Daumen. Daune. Die hätte ich eigentlich auch nochmal lesen können. Und ich hatte gehofft, ich komme links an die Viecher vorbei. Demnach war aber nicht so. Aua. Hört auf mit dem Schmiss. So, ach komm. Jetzt wollte ich hier die Kombinationsattacke einsetzen. Den war aber nicht so. Toll, jetzt ist Juke gestorben. Mal gucken. Achso, tote Charaktere kann ich nicht austauschen. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wa? Na los, komm her. Dann kämpfe ich mal hier mit. Ah, jetzt habe ich... jetzt bin ich auch tot. Hm, schaffen die den Kampf alleine? Jetzt habe ich echt... bin ich echt wegen Blödheit gestorben, wa? Ja, setzt du mal hier einen Trank des Lebens ein auf Mila. Aua. So, und dann machen wir das hier so schnell zu Ende. Gut. Schnell hat mir gefallen. Verrotteter Knochen. Gut, dann müssen wir jetzt wohl ein bisschen mal heilen. Früher wurden die Leute nach Kämpfen wiederbelebt. Heute nicht mehr. Jetzt haben wir auch schon kein Apfelgummi mehr. Wegen ein so einem blöden Gegner. Mal gucken, was dort jetzt kommt. So, Elise, do you know what you want to do when you grow up? Not really. Ellie doesn't want to grow up. Oh, why is that? If I grow up, people will laugh at me for holding Tipo. We wouldn't laugh. After all, Tipo's your friend. He's right. Go ahead and grow up. You've got nothing to worry about. Really? Cross my heart. That's great, Ellie. Now you can grow up and get married like you wanted. Shh. That's a secret. Oh. Who do you want to marry? Nobody. And there she goes. Das ist nochmal so ein nerviger Gegner. Ich klemme an einen Stein. Super. Insektenhülsen haben wir mal wieder bekommen. Ich nehme mal an, das war es auch so ziemlich, was wir hier bekommen haben. War da gerade noch ein Gegner. Egal, wenn er weg ist, soll es mich nicht stören, dann gehe ich nicht Gefahr, dass ich wieder so dumm bin und da reinlaufe. Die Inseln da
Interessiert mich nur, wie ich da wohl hinkomme. Oh Gott. Ich hab's echt geschafft, den auszuweichen. Und jetzt schnell hier lang. Da liegt wieder ein Säckchen rum. Ein weißer Säugling. Ein jüngster Säugling, der im Wind wehr. Das heißt, er seine Feder Finder Wünsche erfüllt. Ja. Lesen kann ich jetzt auch schon nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich will das nur finden. Rein weißer Säugling, da haben wir's. Vielleicht nochmal. Was haben wir hier? Und ja, ein Kampf und 500 Geld. Super. Nee, Jut will ich. Hey Jut, warum hilfst du mir hier nicht im Kampf? Aua, von hinten mal wieder. Aua. Schön. Aua. Okay. Ganz ehrlich. Das hat mir irgendwie so besser gefallen. Vielleicht sind die Gegner jetzt einfach nur momentan ziemlich stark, aber Entschuldigung, mit Alvin klappt das auf jeden Fall besser. Deswegen mache ich den jetzt auch erstmal weiter mit Alvin. Nur noch diesen kleinen hier. Dann haben wir die doch schon auch schon wunderbar dezimiert. Excellent coordination between us. The link of three generations? Whoa, hey, I'm not that old. Just keeps getting better. Und da hat er auch schon wieder einen Level ab, der Alvin. Kurz auf Karte gucken. Da hinten geht's weiter und hier oben. Hier oben wollte ich mich noch umgucken. Harte Schuppe, ein dicker Stein, harte Schuppe. Toll. Naja, für so eine lila, für so ein lila Teil, da gehe ich auch gerne mal in den Kampf. Ach, jetzt ist der schon wieder da. Ich dachte, jetzt kommt auch hier Alvendauer auf den Kampf. Naja. Geben wir ihm mal noch eine Chance, aber. Irgendwie habe ich das ein bisschen vergessen, wie das mit der Art-Serie war. Das muss ich mir dann bei Gelegenheit nochmal angucken. Wow. Schön. Das Alter bringt viel Erfahrung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich möchte jetzt eigentlich das da haben. 4000 Geld ist jetzt nicht so der Burner. Hier kann ich noch durchkriechen. Toll. Dann möchte ich wieder zurück. Hätte ich das mal früher gewusst. Guck jetzt hier nochmal hin, jetzt nicht zum Kriechen. Ja, auch nicht. Die möchte ich genau ausweichen. Und ich würde sagen, nach dem Kampf beenden wir auch schon wieder diesen Part. Aua. Oh, die Gegner sind so echt niedlich. Aua. Ach, hör doch auf, du blödes Ding. Dich bringe ich jetzt in die ewigen Jagdgründe. Aua. Ich wollte eigentlich nochmal dieses... Naja, das war auch nicht so schlecht. Irgendwie... Naja, mal gucken. We did it!
Nö, Alvin bekommt auch ein paar XP, fällt mir gerade so mal eben auf. Naja. Dann gehe ich zum Speicherpunkt. Und speichere ab. Und bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei bei Tales of Cia. Bis dann.